Der Su AH-23. Prototyp eines Kampfhubschraubers mit Flugeigenschaften und Waffensystemen, die vor 2 Jahren noch Science Fiction waren. Gerne. Und damit herzlich willkommen zum 5. Let's Play von Extreme Assault. Hey, wo fahrt ihr denn hin? Da vorne ist doch der Feind. Naja, ist auch egal. Also, dann machen wir halt mal hier die 3 Fahrzeuge platt. Was bin ich froh, dass ich wieder einen Helikopter fliegen darf. Wo sind jetzt die Brüder dahin verschwunden? Ah, okay. Schaut irgendwie aus wie ein Raketenwagen, kann das sein? Oh, scheiße, ja. Okay, schnell abtauchen. Na, verdammt. Oh, das war knapp. Naja, über die Brücke hätten die da hinkommen können. Aber diesmal sind die Hubschrauber keine Feinde. Na, war da noch irgendwo einer? Na, 2 sogar. Schauen wir mal, ob wir die gemütlich platt kriegen. Irgendwie, die spucken keine Munition aus, ne? Mission erfolgreich. Schön. Die Bordmannschaft hat den Waffentransporter inzwischen auch wieder notdürftig repariert. Da seine Waffensysteme immer noch außer Betrieb sind, ist er für unsere Feinde ein leichtes Ziel. Wir werden deshalb versuchen, ihn hier irgendwie rauszulotsen. Ziehen Sie das feindliche Feuer auf sich. Zumindest so lange, bis der Transporter die Berggipfel erreicht hat. Doch mal schauen, wo es da feindliches Feuer zu sehen gibt. Da sind rote Punkte. Hallo. Okay, der hat sich glaube ich schon erledigt. Razor Gun. Oh wow, sag mal, spinnt's hier. Oh fuck, mit Raketentürmen, jetzt geht's aber los. Rakete im Anflug.
Verdammt, das gibt's doch nicht. Ehrlich, das ist doch wieder so ein Spiel, einfach bloß holen, oder? Hallo, UFO? Mission erfolgreich. Ah, toll. Schwierige Mission. Okay, bringen Sie den Piloten jetzt schnellstens zu diesem Dorf. Wir warten dort mit einem Sanitätstrupp auf Sie. Danach müssen wir versuchen, dieses komische UFO in die Finger zu bekommen. Hätte ich eigentlich auch kämpfen können, aber nachdem da keiner auf mich geschossen hat, habe ich es halt eben sein gelassen. Ich meine, wozu auch? So, dann schauen wir doch mal. Naja, so ein Riesenbaby hier wieder. Und eine Smartbomb geopfert. Groß natürlich nicht kaputt gekriegt, wäre ja auch zu einfach gewesen. Schildenergie. So, schauen wir mal, da kommt bestimmt irgendwie Munition da rum. Hoppla. Munition für Razor Gun. Holen wir uns da mal die Lenkrakete, würde ich sagen. Lenkrakete. Schön. Munition für Razor Gun. So, den Riesenbaby legen wir uns, glaube ich, erst ein bisschen später an. So. Wahrscheinlich muss ich das nicht mal. Dick.
Okay, ich glaube, das war's. Ah, da drüben ist noch einer, aber ich glaube, der ist mir jetzt wurscht. Mission erfolgreich. So. Das UFO ist über diesen Kamm geflohen. Mit ihrem Su kommen sie da allerdings niemals drüber. Nehmen Sie deshalb so bitte den Panzer und versuchen Sie, einen Weg durch die Berge zu finden. Okay, ich komme mit dem Hubschrauber nicht über den Berg, aber durch die Öffnung da, oder? Ah, Freunde. Alles klar, dann kann's weitergehen. Das UFO ist irgendwo hinter dieser alten Tempelanlage verschwunden. Die Außerirdischen haben den einzigen Eingang leider massiv befestigt. Ja, mit dem Hubschrauber wäre das kein Problem. Haha. Gut, auf geht's. So, erster Gegner von rechts. Eine sollte man vielleicht besser nicht umfahren. Da flappert schon wieder der nächste. Hey. Ich habe neulich irgendwie zufällig die Homepage von dem Typen, der diesen Panzer hier programmiert hat, gefunden. Das ist Grafikdesigner. Der in der Zeit, wenn ich auch für Blue Byte gearbeitet hat. Das ist eine Grafik-Engine, die sie hier benutzen. Die haben sie auch später noch für Incubation genutzt. Dieser latent eckige Stil, das ist so typisch für Blue Byte in der Zeit. Hey. Wäre mal ein bisschen Schild wieder ganz praktisch. Naja, wo wir gerade von Schild sprachen. Hey. Aua. Jetzt? Drei. Hallo. Okay, das kriege ich mit der Laser Cannon nicht hin. Da brauche ich irgendwas Größeres. Beziehungsweise irgendwas, was ein bisschen zielen will. Okay, dann schauen wir uns das doch mal an. Das ist doch jetzt hier dieser Eingang, oder? Mission erfolgreich. Ja, die Smart Bomb löst das Problem auf ihre Weise ganz schnell. Lenkrakete. So, ich habe auch keine Zeit mehr übrig. Da kann ich genauso gut... Hey! Verdammt. Besser. Na also, geht doch. Dann kehren Sie ins Missionsgebiet zurück. Ja, ja, stimmt. Wir können Ihnen momentan keine Informationen über die Situation innerhalb des Tempels geben. Seien Sie also vorsichtig und rechnen Sie mit dem Schlimmsten.
verlassen Sie den Tempel. Auf geht's. Munition für Razor Gun. Rakete im Anflug. Ja, es lebe die unpräzise Grafikdarstellung. Okay, wieso hat der mich jetzt gerade nicht getroffen? Nicht, dass ich was dagegen hätte, aber... Rakete, die sollte ich mir auf jeden Fall schnappen. Lenkrakete. Okay, schauen wir mal. Da in der Mitte war ja ein Geschützturm. Vielleicht kommen wir ja hier irgendwie drum rum, aber ja, da hat es auch welche. Oh ne, scheiße, das ist ein Raketenturm. Kehren Sie ins Missionsgebiet zurück. Sehr gut. Ja, okay, da hat es auch nochmal welche. Okay, so. Oh. Munition für Laser Cannon. Ist von der Seite wahrscheinlich besser, weil die Kanone auch rechts sitzt. Der nächste. So. Okay. Hallo. Extra Schild, sehr schön. Oh nee. Da sind die Gefährter schon wieder. Okay, der war zu einfach. So. Okay, wie geht's jetzt hier weiter? Also irgendwie blinkt's da im Radar ziemlich rot. Okay, da sitzt mindestens ein Geschützturm. Frag mich, ob da halt auch Panzer dabei sind. Da ist noch ein Geschützturm. Rakete im Anflug. Super, kommt die denn her? Munition für Laser Cannon. Naja. Das ist einfach nicht so schlimm, weil die sind fest installiert. Die können immer nur geradeaus nach vorne schießen. Da muss auch irgendwo was sein. Erstmal platt da. So. Hoppla. Verdammt. Ich
Thunderbolt. Sehr schön. Munition für Razor Gun. Der wäre dann damit auch weg. Irgendwie diese Raketentürme, die schießen nicht gerne, habe ich den Eindruck. Okay. Mission erfolgreich. Munition für Razor Gun. Das war's schon, okay. Wir haben Informationen erhalten, wonach irgendwo vor Ihnen Einheimische als Gefangene gehalten werden. Befreien Sie diese armen Kerle und dringen Sie dann tiefer in den Komplex ein. Wer weiß, was noch alles auf Sie wartet. Vermutlich viel Unschönes. Kehren Sie ins Missionsgebiet zurück. Sehr gut. Frag mich, ob da wieder irgendwelche Extras irgendwo lauern. Na, wahrscheinlich nicht. So. Hallo, Hubschrauber. Tschüss, Hubschrauber. Okay. Okay, da sind jetzt die Gefangenen drin. Wow, 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 wow. Nicht gut. Hoppla, das war knapp. Okay. Munition für Laser Cannon, Person an Bord. Person okay, an Bord. Okay, war aber ehrlich gesagt auch offenbar egal, Person weil... Person an Bord. Person an Bord. Scheint irgendwie kein Extra-Raum drin zu sein. Person an Bord. Person an Bord. Exkehren Sie ins Missionsgebiet zurück. Ja, ich komme ja schon wieder. Person an Bord. Person an Bord. Den da haben wir jetzt noch übersehen. Person an Bord. Sehr schön. Achtung! Wir haben endlich die Position des Flugobjektes ausgemacht. Kommen Sie sofort zurück zum Helikopterlandeplatz und setzen Sie die Gefangenen hier ab. Versuchen Sie irgendwie, dieses Tor zu öffnen. Dadurch kommen Sie wesentlich schneller ans Ziel. Sehr nett. Dankeschön. Rakete im Anflug. Wo kommt diese Rakete her? Rakete im Anflug. Ich glaube, da links ist es gerade hochgegangen. Kann das sein? Rakete im Anflug. Ja. Ich glaube, das war er. Oh nee, jetzt schon wieder diese Spinnen.
das her? Rakete im Anflug. Diese blöden Spinnen, die machen einen hier im Geräusch möglichst wahnsinnig. Munition für Laser Cannon. Tschüss. Ganze hier doch gleich ein bisschen übersichtlicher, oder? Nee. Besser. Komme ich gar nicht dran. Schauen wir halt mal hier irgendwie weiter. Da wollen wir dann hin. Munition für Fireflash. So. Munition für Razorgun. Extra Schild. Ah ja, das war's schon. Okay. Für Ihre nächste Mission sollten Sie jetzt besser wieder in Ihren Zug umsteigen. Aber gerne doch. Hinter diesem Durchgang hier haben unsere Satelliten nämlich die Raumbasis der Außerirdischen entdeckt. Dort ist das UFO gelandet. Sie müssen es vernichten. Dies hat oberste Priorität. Endlich Schluss mit dieser Plage sein. Schon wieder so eine Öffnung. So, auf geht's. Oh ja, da kommt uns da zurück. Missionsgebiet zurück. Ja, ist ja gut. Ich wollte ja nur mal gucken. Sie ins Missionsgebiet zurück. Ich bin doch immer so neugierig. Also. Jetzt mal hier die fröhliche Flugstaffel des Todes. Wow. Okay, da unten ist ein Schild. Den sollten wir uns schnappen. Extra Schild. So. Hier vielleicht ein bisschen Ruhe. Wow. Bewegung bleiben. Kann man wieder irgend so ein Energieding zerstören? Munition für Razorgun. Sehr schön. Da unten hat es nochmal ein Schild, habe ich gerade gesehen. Kann sein, dass wir den nachher brauchen. Das hat dem großen Biest schon mal gar nichts getan. Ja.
schön mächtig. Oh ne, so ein Artillerie-Ding. Ja, der hat so ein Teil. Okay, mal sehen. Der kriegt jetzt mal eine Thunderbolt ab und dann schauen wir doch mal. Naja. Okay. Ist jetzt nicht gerade die Welt. Okay, das hat schon mal gar nichts gebracht. So ungefähr. Munition für Razor Gun. Hoppla. So. Ja, ich möchte da hilft nur draufhalten. Diese Artilleriegeschosse abfangen. Ja, den kriege ich nicht. Hoppla. Okay. Halten. Nein, den gibt's nicht. Naja. Irgendwann muss das Teil doch mal kaputt gehen. Wow. Ah. Okay. Das Ding hält vielleicht was aus. So Extras, vielleicht ist da auch ein bisschen Schild dabei. Ja doch, da ist was. Munition für Laser Cannon, Munition für Fireflash, Schildenergie. Okay. So, jetzt aber. Komm, stirb endlich! Ja, sehr schön. Hey. Razor Gun 3. Boah. Meinen Glückwunsch. Das war's denn wohl fürs Erste. Kommen Sie jetzt zurück zur Basis. Ja, dann bedanke ich mich auch herzlich für euer Zuschauen. Wir sehen uns dann zur sechsten und letzten Folge. Bis dahin macht's es gut. Over and out.